Wir starten heute in der Weinbar in Zell. Gehört einem befreundeten Winzer von mir, deswegen gehe ich da sehr gerne mal vor Ort. Liegt in der Nähe von Traben-Trarbach und darum geht es heute eigentlich. Denn jetzt sind wir hier inzwischen angekommen in Traben-Trarbach. Hier liegt im Moment die George Elliott, ein Flusskreuzfahrtschiff, momentan als Hotelschiff noch bis zum 11. Oktober in Traben-Trarbach an der Mosel. Im letzten Bonusvideo habe ich euch ja schon einen Rundgang über das Schiff gezeigt. Da habe ich euch auch die Kabine hier nochmal ausführlicher vorgestellt. Hier seht ihr sie nochmal. Jetzt geht es aber ein bisschen darum, wie so das Leben an Bord von so einem Hotelschiff aussieht. Es liegt mitten in der Stadt in Traben-Trarbach auf der Trabener Seite und das Schiff liegt hier eben wegen Corona. Eigentlich fährt es nämlich für einen britischen Veranstalter, der aber im Moment nicht fahren kann, die Gäste nicht herkommen können. Deswegen liegt es jetzt hier als Hotelschiff und kann ganz normal zum Beispiel über booking.com gebucht werden. Hier kommt jetzt gerade eines der Fahrenden, ein deutsches Flusskreuzfahrtschiff, die Rhein Symphony von Nico Cruises entgegen. Da sieht man hier so ein Dreideckschiff, da ist alles oben auf dem Sonnendeck abgeklappt, damit die hier unter den Brücken durchpassen. Normal haben die natürlich ein Sonnendeck, aber da im Moment alles gesperrt. Ihr seht es hier jetzt auch gleich, da kommt nämlich schon eine ziemlich niedrige Brücke hier in Traben-Trarbach. Aber zurück zur George Elliott. Wie läuft das denn da jetzt so an Bord mit den Corona-Regeln auf so einem Hotelschiff? Auf dem Schiff gilt Maskenpflicht, wie das eigentlich überall normal ist, auch in Hotels. Solange ihr irgendwo rumlauft, müsst ihr eine Maske tragen, natürlich nicht in der Kabine, nicht auf dem Sonnendeck. Und wenn ihr sitzt, dann dürft ihr die Maske auch ablegen. Es wird Temperatur gemessen, Gesundheitsfragebogen kurz ausfüllen. Kontaktdaten sind ja eh bekannt durch die Buchung. Und das war es eigentlich auch schon, natürlich Abstand und Hände desinfizieren. Das also alles ganz im Rahmen, man merkt es eigentlich gar nicht. Die Maske trägt man ja nicht so viel, man läuft ja nicht die ganze Zeit rum, man sitzt ja meistens. Das also eigentlich fällt gar nicht so sehr auf die aktuelle Situation. Ich habe dann erstmal eine Runde durch Traben-Trarbach oder eben hier durch Traben gedreht. Hat eine kleine, gemütliche Innenstadt, da ist jetzt nicht allzu viel los. Ist jetzt auch ehrlich gesagt nicht die allerschönste Stadt hier an der Mosel. Da gibt es sicherlich noch ein paar tollere, die sind aber alle in absoluter Reichweite. Bernkastel-Kues ist man in wenigen Minuten da eben. Zell ist jetzt auch von der Innenstadt her etwas weniger mit Fachwerk, ist aber auch schön anzuschauen. Ähnlich jetzt hier wie Traben-Trarbach, auch das in wenigen Minuten erreicht. Also man hat hier viele Möglichkeiten, selbst die nächsten Städte wie zum Beispiel Trier ist auch noch schnell erreicht. Auch Cochem kann man als Ausflug von hier aus sehr gut starten. Und jetzt habe ich hier noch einen kurzen Ausflug gemacht zur Grevenburg hoch. Und zwar kann man da entweder über einen ziemlich anspruchsvollen Wanderweg hochgehen. Den habe ich schon mal gemacht. Zwei Wege, die habe ich beide schon mal gemacht hier. Also habe ich mal versucht, mit dem Auto hinzufahren. Da ist im Moment so, dass eine Straße gesperrt ist. Da fährt man einen ziemlich großen Umweg über Enkirch und Starkenburg. Aber diese Straße, wie ihr das hier sehen könnt, die ist total genial. Das macht wirklich Spaß, da lang zu fahren. Das ist mal Abenteuerfeeling. Pur, da geht es an der Seite echt steil rund, auch die Straße mit 20% Steigung über so eine alte hucklige Piste. Das ist wirklich ganz interessant, da mal hinzufahren. Das lohnt sich auf jeden Fall. Oben ist eine kleine Gaststätte und ihr habt halt einen traumhaften Ausblick auf das Moseltal und vor allen Dingen auf Trarbach. Also jetzt hier drüben seht ihr Trarbach und unter uns quasi, da wäre dann Traben. Ja, da muss ich natürlich auch, um eigentlich nur ein paar hundert Meter weiter wieder im Ort zu sein, erstmal den Berg wieder hoch hier über diese abenteuerliche Straße. Und dann geht es einige Kilometer erstmal weg von Traben-Trarbach oben auf dem Berg. In Enkirch geht es dann runter. Und dann muss man natürlich an der Mosel alles wieder zurückfahren. Also das dauert dann so circa 15 Minuten. Ist natürlich immer noch schneller, als wenn ihr zu Fuß hochgeht. Da braucht ihr so 20 bis 30 Minuten locker. Ist aber, wie gesagt, wenn man gut zu Fuß ist, sehr, sehr schön dahin zu laufen. Und es ist nur wirklich anspruchsvoll. Es geht ordentlich steil bergauf. Das ist mit dem Auto natürlich doch etwas bequemer und schneller. Hier fahren wir jetzt gerade oben auf dem Berg entlang. Und dann geht es hier gleich zurück auf die George Elliott und ab ins Restaurant. Denn dort erwartet mich jetzt schon das Abendessen.
zur Vorspeise Salat mit Schinkenmelone. Zum Hauptgericht gibt es Rind. Sehr, sehr zart. Das war wirklich super lecker. Also das war sowas von auf den Punkt. Und noch ein richtig noch schön heißer Schokoladenkuchen als Nachspeise. Das Essen wirklich hervorragend. Mir sehr, sehr gut geschmeckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und danach ging es dann natürlich nochmal in die Bar. Die ist hier natürlich auch geöffnet. Ihr seht, dass hier ein bisschen weniger Tische und Stühle stehen da. Ansonsten ganz normaler Service, wie sonst auch, wenn ihr da am Tisch sitzt. Wie gesagt, braucht ihr auch keine Maske zu tragen. Also dann merkt man überhaupt nichts von der Situation. Ganz entspannt. Kann da einen schönen Abend genießen. Übrigens auch, wenn man nicht Hotelgast ist, sondern auch, wenn man mit dem Rad vorbeikommt oder in der Nähe wohnt. Auch das ist möglich. Dann machen wir einmal einen Sprung zum nächsten Morgen, denn da musste ich leider schon ganz früh los. Noch vor dem offiziellen Frühstück, aber ihr habt eine Nespresso-Maschine auf der Kabine. Das heißt, der Kaffee ist schon mal gesichert. Und es ist wirklich eine sehr, sehr freundliche Crew hier auf dem Schiff. Einige sprechen Deutsch, die meisten eher Englisch. Also ihr solltet Englisch können, denn das Schiff fährt eben normal mit englischen Gästen. Deswegen sind da nicht so viele Crewmitglieder drauf, die Deutsch sprechen. Mit Englisch seid ihr ein bisschen besser, aber die sind super freundlich und sehr, sehr hilfsbereit. Ihr seht es hier, wir haben an ein Lunchpaket bekommen für die Fahrt statt des Frühstücks, weil wir eben um 7 schon losfahren mussten, da das Ganze ein Ausflug mit Familie war und da es dann einen Arzttermin gab. Und deswegen mussten wir leider um 7 Uhr schon losfahren und Frühstück war jetzt erst ab 7.30 Uhr. Aber man hat sich eben da auch sofort gekümmert und ein richtig leckeres Lunchpaket gemacht. Also Service wird da wirklich groß geschrieben und das Ganze auch alles zu einem sehr vernünftigen Preis. Könnt ihr mal schauen, wenn euch das interessiert, bei booking.com oder unter anderem, da kann man das dann buchen, wie gesagt, noch bis zum 11. Oktober. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Das war's dann auch zur George Eliot, diese zwei Videos, die zwei Bonusvideos. Hier seht ihr jetzt noch, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Und wie immer sage ich danke fürs Zuschauen und freue mich über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link.